Komm an Bord, Alice. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt es denn keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung. Nur für uns. Also komm rauf. Verflixte Biester. Die wollen mein Schiff. Ich glaube, sie haben es eher auf dich abgesehen. Niemals. Wir sind beinahe verwandt. Du bist mit Suppe verwandt, Admiral. Ich hab's. Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Straßenfeger. Der Zimmermann meint, dass wir nicht ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral, oder die Haie verspeisen uns. Habe ich das gerade richtig gesehen, eine Schildkröte? Jawohl, die U-2000 geht auf Tauchstation. Meide, Wrackhaie, Kanonen, Feuer und Minen. Cool, ich fahre das Schiff. Drücke die linke Maustaste, um Kanonen abzufeuern und die rechte Maustaste, um Wasserbomben zu schießen. Klingt einfach. Yeah, das ist wie Riptide. So, schauen wir mal. Das gibt ja ordentlich Punkte. So, euch werde ich zeigen, Leute. Kann man das auch aufladen? Nein, kann man nicht. So, schauen wir mal, dass wir da irgendwie einen Highscore mal aufstellen. Aber ich glaube, so wie ich hier gerade durch die Gegend baller und fast nichts erwische, wird das wohl eher nichts werden mit dem Highscore. Was bist du denn für einer? Oh, cool. Oh, das war ja mal mega nichts. Komm, hier, Bombe für euch. So, was war das jetzt? Gerade nicht aufgepasst, so. Bombe! Was? Schießt die Krebse! Oh, fuck. Oh, wir haben nur noch 7 Leben. 6! Sollte mal ein bisschen aufpassen, wo ich hinfliege. Warte. So, der ist für dich. Schon wieder einer von oben. Zur Not meiden wir einfach den Kampf. Sicher ist sicher. So, ach, der wenn Gas gibt, dann erwische ich ihn gar nicht mehr. Oh. Gas in die Minen. Das ist ja cool. Durch die Minen kann man andere Typen auch noch platt machen. Boah, hier wackelt alles. So, nochmal einer von hinten. So, nochmal. Scheiße. So, den muss ich hier mal manuell sprengen. So, dich sprengen wir auch mal. 9600. Weiß nicht, ist das viel? Oh! Ah! Wir haben ein Leck! War lustig, muss man sagen. So ein Minigame hat was. Oh, mir tun alle Knochen weh. Wir sind zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundant, meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig. Wenn ich eine hätte, klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch, die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht, wir verstehen uns. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen.
Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn. Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Illusionstiefen. Und wir wurden eingeladen, dem Totentanz beizuwohnen und... Wir haben uns mal wieder richtig krass in Schale geworfen und... Seit wann hat Alice grüne Augen? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Armer Nasenbär. Ach, das ist die Mütze. Ich dachte schon, das wäre so ein Kuhschädel, aber das ist seine Mütze, die so aussieht. Sei nicht traurig, Schildkrötentyp. Schwimm ohne Schiff. So, was ist das denn? Ein Füller. So. Aber meine Stunde ist eigentlich fast rum. Da würde ich sagen, holen wir uns nur den Füller. Alter, das Kleid leuchtet ja wie so ein Korallendings da. Ich bin Ariel, ich bin Ariel. Ach nee, ich bin Alice. Die Meerjungdame mit Füßen. Gauner trug eine groteske Kopfbedeckung spazieren. Hätte ich ein so unschickliches Accessoire, ich würde es verbrennen. Alle Beweise zerstören, seine Existenz verleugnen. Ich lege Wert auf meinen Ruf. Oh, du hochnäsige Tante. Manche Leute, ne? Da fragt man sich echt, wo denn da die Lebensgenehmigung ist. Dir kann ich nicht auf den Hut springen, schade. So, ja, wir müssten da lang. Wir schauen uns nochmal ganz kurz ein wenig um. Ich hoffe mal, der... Ach, der Kopf von dem komischen Schiff. Kann man da rein? Nein. Kann ich das kaputt machen? Nein. So. Fischies! Geht nicht. Was war denn das? Was ist denn das? Warte. Ja, komm, mach doch das C weg. Schaut irgendwie cool aus. Was grunzt da? Kann man das abschießen? Nein, man kann es nicht abschießen. Und es schaut nicht so aus, als wäre es freundlich. Blub, 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 blub. Ach du Heimatland. Das Helm ist aber auch cool. Allgemein, die ganze Gegend hier ist richtig nett designt, ne? Ich mag das. So. Ich springe jetzt einfach mal beherzt hier runter. In die Tiefen und Tiefen und da hat uns dann der Druck zerlegt. So. Freunde. War eine kurze Aufnahmesession, aber morgen um 4 ist die Nacht vorbei. Deshalb, ja, gibt's heute nur eine kurze Aufnahmesession. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Alice Madness Returns. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, macht's gut und tschüssi. Hallihallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zurück bei Alice Madness Returns. Ja, das letzte Mal sind wir ja hier mit der Schildkrötenkuh abgestürzt. Und scheinbar hat er das nicht übernommen, wo wir das letzte Mal denn ausgestiegen sind. Deshalb gehen wir hier nochmal fix durch. So, wenn die Folge hier rauskommt, ja... Dann ist schon keine Ahnung, wie spät. So, Momentchen.
Gauner trug eine groteske Kopfbedeckung spazieren. Hätte ich ein so unschickliches Accessoire, ich würde es verbrennen. Alle Beweise zerstören, seine Existenz verleugnen. Ich lege Wert auf meinen Ruf. Ja, ja, tut er. Denn, wie gesagt, 2 Wochen lang muss ich hier das, die Veröffentlichung verschieben. Aufgrund von, ja, Urheberrechtsstreit. So, das war genau das Köpfchen, das hatten wir noch. Und dann sind wir ja hier durchgegangen. Und dann bei der Qualle hatten wir ja dann aufgehört. Ach stimmt, hier gab es ja... Aha. Hier gab es ja diese coole Aussicht. Und die haben wir das letzte Mal gar nicht gesehen, die Zähne hier, ne? Das, dass wir nicht so alles vergessen hier. So, ansonsten gibt es hier nichts. Dann gehen wir zurück. So, wie gesagt, hat sich ja alles ein bisschen verzögert, aber ja, ist halt so. Manchmal muss man einfach ein bisschen warten. So, na dann. Geben tut es ja hier auch nichts, ne? Nee, okay. So. Und dann geht's jetzt auch quasi wieder weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So, und hinauf. Was ist das denn? Ja, da guckst du. So, schnell die Zähne eingesammelt, bevor hier wieder irgendwas verschwindet. Und jetzt haben wir die Wahl. Wir können da lang, wir können da lang, wir können da lang. Gibt's hier denn irgendwo... Da... Grunzt es. Upsa, Entschuldigung. Da unten ist es. So, jetzt ist da natürlich die Frage, wie kommt man da wieder rüber? So, ich mache jetzt erstmal hier... Warte mal. Nicht? Na gut. Erstmal das Schweinchen. Schön gepfeffert. Ah, okay. Warte, das bewegt sich. So ein blödes Ding. So, jetzt können wir natürlich auch wieder da lang und... Nein, wir müssen ja quasi da lang. Okay, mal schauen, vielleicht kommen wir dann wieder ein Stückchen weiter zurück. So, schön brav die Zähne mitgenommen. 623, oh shit, da habe ich gerade was übersehen. Da müssen wir nochmal zurück. Die Zähne haben. So. Hui. Okay, das war vielleicht ein bisschen tief. Wo sind wir? Wir sind... Oh, das ist gut. Da gibt es nämlich noch ein Fläschchen. Da gehen wir gleich mal lang. So. Ah. Verstecken wollt sich's. Das kleine Schlüsselloch. Schaut so lustig aus, wie ist der die Haare immer so. Warte, müssen wir dann wieder groß sein. Jetzt erstmal Flasche. Wie ist der immer so die Haare nach hinten weht. So. Warte. 3. So, haben wir hier sonst noch was? Was ist denn das da drüben? Warte, kümmere ich mich gleich drum. Aber das wird hier so ein Ding hier sein. Und ansonsten schaut es hier relativ friedfertig aus. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Wir haben diesmal gar keine Stiefel an. Ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal schon erwähnt hatte, aber... Hallo? Jetzt. Diesmal stiefellos. So, gucken, gucken, immer wieder gucken. Kennen wir ja. Dann wieder auf die Warpal-Klinge gewechselt. So, und nun ist guter Rat teuer, ob wir erstmal... Komm, ich gehe jetzt erstmal da lang. So, ach, guck mal einer an. So, warte. Nein, sie wirbelt nicht. Ah. Gut, dann gehen wir jetzt da entlang, weil hier haben wir noch ein paar Zähne vergessen.
Also es war jetzt gerade echt keine Absicht, dass ich da runtergefallen bin. So. Juhu. Achso, warte. So.